Wir haben heute bundesweit zum Streik von 24 Stunden aufgerufen, weil die Arbeitgeber auf Bundesebene uns die Gespräche verweigern, einen bundeseinheitlichen Rahmentarifvertrag abzuschließen. Also das Thema ist Entlastung. Es geht um kürzere Arbeitszeiten, kürzere Schichten und hier in Bremen speziell um die Einführung, den Einstieg in die 35-Stunden-Woche. Wir bestreiken das gesamte Streckennetz der BSAG an den verschiedenen Betriebshöfen, an den Kundencentern. Alles ist dicht. Es geht keine Straßenbahn, kein Bus, wird bis am nächsten Tag 3 Uhr ausrücken. Was wir zum ersten Mal machen, ist in 130 Städten oder Unternehmen bundesweit zu streiken und glauben, dass wir damit genug Kraft auf die Straße bringen können, um ein deutliches Zeichen in die Länder und nach Berlin zu senden. Wir müssen streiken, weil man mit uns überhaupt nicht reden will. Deswegen kann ich Ihnen nicht sagen, wann es weitergeht. Wir setzen heute ein starkes Zeichen in die Republik, um dann auch die Arbeitgeber an den Verhandlungstisch überhaupt erst zu bekommen. Da bin ich sehr optimistisch, dass wir nach so einem Tag heute eine deutliche Antwort, ein Gesprächsangebot der Arbeitgeber bekommen. Die Stimmung ist gut unter den Kollegen, die Stimmung ist kampfbereit und zuversichtlich und wir sind bestens motiviert.